Hallo ihr Quirlinge! In dieser Episode von Mirthwood erkundet Merit weiter das Dörfchen Helleiche, macht sich dort mit einigen Bewohnern bekannt und sammelt ordentlich Aufträge ein, bis ihn der Hunger in den Wald treibt. Und der Wald ist gefährlich. Los geht's! In den Kommentaren gab es einen richtigen und sehr wichtigen Hinweis, denn dieses sehr kleine Menü hier an der Werkbank, das konnte ich mir schon größer machen. Und zwar so groß, jetzt sieht man auch mal was im Video. Das geht nämlich über die Einstellung. Hier, UI-Skalierung, die hatte ich gar nicht so richtig wahrgenommen. Deswegen vielen Dank für den Hinweis in den Kommentaren, dass wir das hatten. Da steht nicht am Anfang auf 100%, aber 120% ist viel, viel besser. Sehr gut. So, Merit. Wir gucken mal nach den Zwiebeln. Ah, guck mal, da kommt schon was, da sprießt was. Herrlich. Wir gießen wieder. Das muss man wahrscheinlich jeden Tag machen. Ich kann auch 4 mit einmal, das ist gut. Ich weiß nicht, wie nahrhaft so eine Frühlingssuppe ist. Ich denke, wir sollten uns mal eine winzige Angel holen, um hier mal ein bisschen fischen zu können. Um im Zweifelsfall da was zu beißen herzukriegen. Denn die Welt ist gefährlich. Allerdings werden wir sie auch erkunden. Wir brauchen ein bisschen Kleingeld. Wir haben ein Schwert. Ich würde gerne in der Stadt mit verschiedenen Händlern mal sprechen, um zu schauen, was sie da so haben. Und die Frage ist auch, ob es einen Tagesablauf bei den Händlern gibt oder ob die auch nachts offen haben. Hallo! Ja, begrüßen. Wenn er uns begrüßt, machen wir das auch. Ihn habe ich jetzt irgendwie gerade ignoriert. Na gut. Also, das hier ist ja die Kneipe, genau. Gibt es denn noch eine Art von Händler? Das hier geht schon wieder hoch zur nördlichen Farm. Nee, ich will hier unten mal bleiben. Da muss es doch noch das ein oder andere Geschäft geben. Neu in den freien Landen. Ja, bin ich. Naja, geht schon wieder. War wohl nur eine Höflichkeitsfloskel. Da kommen wir nicht rein. Ist ein Karren. Aber wir stehlen ja nichts. Kein Ringier. Dran denken. Was ist das hier? Hallo und guten Tag. Hallo zurück. Das scheinen einzelne Wohnhäuser zu sein. Ist das hier ein Markt? Hi, wer bist denn du? Jobbin. Ich grüße dich. Alles im Lot? Wie du vermutlich sehen kannst, sind mir die Kleider abhanden gekommen. Du hast doch was an. Bloß weiß ich nicht, wohin es sie verschlagen hat. Es war wohl dieser Schelm, der mich zur Tafelrunde die ganze Zeit beäugelte. Lenz. Irgendwo hat er sie bestimmt versteckt. Was ist mit deinen Klamotten passiert? Das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Aber Kumpel, dir ist das doch bestimmt auch schon passiert. Nein? Ein Hauch von Schabernack und zack, schon steht man splitterfasernackt da. Ja. Wer ist Lenz? Lenz? Ach ja, nun, der existiert nicht. Außer für den Witz, versteht sich. Und ja, nun. Dobbin, du hast also mir erzählt, dass irgendjemand deine Kleidung versteckt hat und sagst mir jetzt, dass es diesen irgendjemand gar nicht gibt. Ich habe Fragen. Dringi würde sich jetzt über ihn lustig machen, aber Merit ist hilfsbereit. Ich finde die Kleidung. Sehr freundlich von dir.
Aber ich fürchte, meine Tage als Kasper sind gezählt. Behalte das Kostüm. Ach so. Lenz ist sein Clowns-Alter-Ego, mit dem er auftritt. Aha. Behalte das Kostüm, solltest du es finden. Gab dich wohl. Ja, okay. Tagebuch. Der Witz geht auf deine Kosten. Tagebuch ansehen. Hier. Oh, das ist doch nicht übersetzt. Wie auch immer. Es gibt eine Narrenkabel, Narrenkleidung, Narrenstrumpfhose. Eine Narrenstrumpfhose. Ja, das sollte garantiert der Inhalt dieser Episode sein, dass wir eine Narrenstrumpfhose finden. Na gut. Was haben wir denn hier? Markt überprüfen. Schatzkammer. Steuersatz 4%. Stadtkasse ist im gelben Bereich. Handelsrouten Eschmeier, Kreuzung, Grayshore nicht verbunden. Das sind irgendwelche Preise. Geschäftsbuch für Anfragen. Averill und Edwin wollen Kaninchen-Eintopf und finden das gut. Warenanforderungen angefragt. Okay. Ist alles noch böhmische Dörfer. Mission annehmen. Ist das der Kaninchen-Eintopf? Was ist denn das? Wasser unter der Brücke. Was habe ich denn jetzt angenommen? Ihr lieben Leute in Helleiche, wenn ihr unsere Waren wünscht oder ansonsten an gutem und fairem Handel teilhaben wollt, dann brauchen wir Unterstützung. Unsere Brücke ist etwas in die Jahre gekommen und wir haben weder Zeit noch Moneten, um sie zu reparieren. Mal ehrlich, wenn jemand von euch Interesse hat, den Handel wieder aufleben zu lassen, dann bringt etwas Holz mit und macht euch an die Arbeit. Irgendwo Richtung Aschenmorast. Aha. Gut. Ja, das machen wir bei Gelegenheit. Warum denn nicht? Und neidig wandere nicht nur herum. Handel. Was ist das? Ich könnte... Ein rostiges Kupferschwert? Können wir nur für 5 verkaufen? Den Topfhelm können wir, glaube ich, verkaufen. Guten Gewissens. Das rostige Kupferschwert können wir auch verkaufen. Nur 5. Die sagenhafte Feder können wir nicht verkaufen, tatsächlich. Ein Stein können wir für 5 verkaufen. Na, dann sollten wir wirklich 5 Steine holen, statt ein Kupferschwert. Ich dachte, das bringt ein bisschen mehr. Wer bist du? Hallihallo? Meriel. Moment. Das Gesicht kenne ich nicht. Bist du neu? Hergezogen. Ich hoffe doch. Ach, wärst du nett, mir bei einer Kleinigkeit zu helfen? Was brauchst du? Ein paar Zutaten für ein besonderes Elixier. Genauer gesagt Honig, etwas Kamille und Holunderbeeren. Das haben wir, glaube ich, alles sogar, wenn sie nur eins davon haben will. Wenn du mir das alles bringst, teile ich gern mein Rezept mit dir. Ja, ich kann das jetzt in dem Sinne gar nicht annehmen. Bist du Kräuterkundiger? Das bin ich. Ich verkaufe zwar keine Waren, aber da es in der Stadt keinen Heiler gibt, tue ich, was ich kann, um Notleidenden zu helfen. So, Gespräch beenden. Ich warte, genau, denn wir hatten eine Kamille, wir hatten auch einen Honig und auch Holunderbeeren. Du hast mir die Zutaten gebracht, vielen Dank. Hier, wie versprochen, das Rezept für das Elixier. Achte auf deine Gesundheit, Liebes. So, das war ja einfach. Genau alles erledigt und zu Meriel zurückgekehrt. Und das Rezept ist jetzt wo? Ja, nicht bei Fähigkeiten. Wo waren denn die Rezepte? Hier? Da. Rezept für Wohlfühlelixier. Oh, Moment. Das habe ich jetzt gelernt, oder was? Ah, geh weg. Moment. Ja, ich glaube, das haben wir jetzt gelernt. Gut. Dann werden wir das an einem Topf oder irgendwo mal dann wiedersehen, denke ich. Hier können wir einen Baum untersuchen.
Kratzspuren. Manche sogar fast 3 Meter hoch. Das ist beunruhigend. Ich habe dieses Huhn hier im Verdacht. Was ist das? Mission annehmen. Die Hexe des Ödwalds. Es gibt da eine armselige Alte, die immer frecher wird. Durch die Stadt streift und Dinge klaut, die hier nicht gehören. Das ist Oma Dringil. Es gibt zwar auch andere Hexen, aber diese hier ist die schlimmste von allen. Eine fiese Alte. Macht sie mundtot. Töte sie, wenn du meinst. Sie wird angelockt von stark riechenden Dingen. Wenn man ehrlich ist. Und am besten nimmst du stark riechendes mit. Ich finde etwas, das stark riecht. Pferde gibt es ja auch. Gut. Oh, da oben liegt was. Ist das etwa dieses Narrenkostüm? Narrengewand, tatsächlich. Haha, ich habe es gefunden. Hier findet wahrscheinlich ein Ritterturnier statt bei oder zu irgendwelchen Anlässen. Ne? Da können wir hier auch uns vom Pferd heben lassen. Von jemandem, der das besser kann als wir. Da liegt eine Hand, oder? Was liegt da? Was ist das? Hafams Fuß? Das macht uns aber hochverdächtig. Merit findet einen Fuß im Wald. Mit anderen Worten, jemand hat einen Fuß in den Wald gesetzt. Hafams Fuß. Wie bedauerlich für Hafam. Oje, oje, oje. Wer ist denn da? Wer ist denn Hafam? Wir haben eine Blutspur. Oh. Noch eine sagenhafte Feder hier unten. Sehr schön. Naja, Merit ist über eine Blutspur und einen Fuß gestolpert. Und geht diesem potenziellen Verbrechen nach. Und er hält und findet hier den Trübwassersumpf. Das ist ja das Ding, wo es Eisen geben soll. Ist das hier Eisen? Oder gibt es hier Eisen? Das könnte ja Eisen sein, oder? Oder Eisenerz oder sowas. Tatsächlich Eisenerz. Dann können wir uns ja dann schon die besseren Werkzeuge machen, denke ich. Wenn wir hier nicht angefallen werden von irgendwas, was glibberig ist. Oder von irgendwas, dem ein Fuß fehlt. Oh je. Oh je, tote Fische. Statue, Kiste. Schalbarren, her damit. Die Fische sind wohl nicht wirklich da. Oh je, das sieht aber echt gefährlich aus hier unten. Da ist einer. Er sieht nicht aus wie ein Dieb. Wir können mit ihm sprechen. Rowan, ah, du hast es zum Sumpf geschafft. Ein Ort, der nicht nur von Wasser durchtränkt ist, sondern auch eine unheimliche Schönheit aufweist. Bitte, nimm mein Gemälde des Sumpfs an dich. Hier draußen riecht es nicht gerade gut, aber die Farben sind unvergleichlich. Wird die Feuchtigkeit das Gemälde ruinieren? Du hast keine Ahnung, wie recht du hast. Die Feuchtigkeit ist meiner Leinwand und meinen Farben ein ewiger Feind. Aber es ist alles gut. Ein paar Schlieren fügen dem Mysterium dieser eindringlichen Landschaft vielleicht noch diese gewisse Stimmung hinzu. Schönheit im Sumpf? Siehst du das nicht? Diese Spektren von Grün und Braun. Das ist das der Natur eigene trübe Meisterwerk. Nicht jedermanns Sache, aber ganz sicher die meine. Naja, wenn er uns ein Bild schenken will, das, warum nicht? Machen wir. Haben wir das hier? Ach nee, das müssen wir jetzt nehmen.
Gemälde eines Sumpfs. Dann können wir das ja in unsere Bude aufhängen. Ein Gemälde des Sumpfs von Rowan. Naja. Hier ist noch ein Fass. Wir gucken nur rein. Also, ja, das ist wahrscheinlich sein Zeug. Seine Gewürze, sein Bratapfel. Das würde ich jetzt mal nicht mitnehmen. Auch wenn das jetzt spielmechanisch kein Stehlen wäre. Aber das ist doch irgendwie zu naheliegend, dass das ihm gehört. Er hat uns schon sein Bild geschenkt. Verlassene Kirche. Da gehe ich jetzt nicht rein. Wir können ja nicht jedes Abenteuer sofort beginnen. Eigentlich bin ich auf der Suche nach Eisen. Zwei nur. Oh, Moment. Ach so, jetzt hier davon oder was? Wie viele Lebenspunkte hat die eigentlich? Diese infernalische Ratte. Wieso macht die so wahnsinnig viel Schaden? Wow. Merit, die hat die aber ordentlich eingeheizt. Wir können nicht mal was mitnehmen aus ihrem Kadaver. Tja, vielleicht ist das doch ein bisschen noch zu schwer für uns. Honig und Tierfett, das gehört wohl auch hier zu diesem Turnierplatz. Das nehmen wir auch nicht mit. Wir haben schon bald wieder Hunger. Merit, Eisenerz ist schön, aber ein bisschen was zu essen wäre jetzt auch gar nicht so schlecht. Hier, Eisenerz. Und Energie ist auch schon ein Problem. Ich sollte mich mal latent aufmachen in Richtung Behausung. Das sind die Narrenhosen, die Narrenstrumpfhosen, ja. Ich spüre, dass da keine Chemie zwischen uns ist. Okay. Wenn das der erste Satz ist, den man so hört bekommt von jemandem. Ah, hier ist ein Schmied. Kann der das einschmelzen oder so? Ein neues Gesicht. Sei gegrüßt. Ich bin Clayton, von Beruf Schmied. Wenn du Waffen oder Werkzeuge brauchst, hast du bei mir leider kein Glück. Es sei denn, du hast irgendwo einen Hammer gesehen. Wieso fehlt dem denn der Hammer? Und da liegt doch ein Hammer auf dem Amboss. Dir ist dein Hammer abhanden gekommen? Scheint so. Ich habe mir so kräftig auf den Daumen geschlagen, dass ich vor Zorn den vermaledeiten Hammer irgendwohin katapultiert habe. Ich dachte, der wäre in einem Baum gelandet. Aber Gott weiß, wo er jetzt ist. Was hast du im Angebot? Ich biete Verbesserungen für Werkzeuge, Baupläne für neue Waffen, ein paar Rohstoffe, wenn du welche brauchst. Oder die olle Spitzhacke genug geschwungen hast. Aha. Naja, wenn wir ihm helfen können und er hilft uns dann, warum nicht? Ich finde den Hammer. Ich wäre dir was schuldig. Oh, wir haben einen Bogen bekommen. Wo haben wir den Bogen jetzt her? Wie wäre es mit einem Eisenbarren für deine Mühen? Ja, gerne. Gerne doch. Das ist eine Mission. Zeit für den Hammer. Clayton, der Schmied, hat es eilig, sein Geschäft wieder zu eröffnen. Daher bat er um Hilfe bei der Suche nach seinem Hammer, den er vor Wut von sich schleuderte, nachdem er seinen Daumen getroffen hatte. Sobald sein Hammer wieder da ist, macht er auch ein Geschäft oder sein Geschäft wieder auf. Ja, schön, das wollen wir. Also der Hammer, der jetzt hier auf dem Amboss liegt, das war ja ein bisschen zu einfach. He? Das ist natürlich zu einfach, ja. Ich würde aufgrund des Hungers und... Oh, hier. Eine weitere Feder. Ich würde aufgrund des Hungers gerne eine... Oh, hier ist die Narrenkappe, Mensch. Da haben wir's. Ein Witz auf meine Kosten.
Ja, erledigt, gut. Ich würde gerne am Nordhof mir eine winzige Angel kaufen, damit ich was fischen kann in unserem Weiher mit der letzten Energie, die dann noch übrig bleibt. Oh, noch eine Feder, Mensch. So, hier. Winzige Angelrute will ich haben. Winzige Angelrute ist besser als gar keine Angelrute. Da kommt ein Holzfäller, gut, das ist mir egal. Dann gucken wir mal, ob wir was fischen können. Ja, ich fühle mich hungrig. Ich weiß, ich arbeite dagegen an, glaub mir. So. Können wir hier irgendeinen Schlammbeißer finden? Eine Morastgrundel oder irgend sowas? Wie nutze ich das denn? Winzig angerute. Eine minderwertige Konstruktion aus einem Ast, aber vielleicht fängst du einen Fisch, der zu dem Stöckchen passt. Ja, das ist ein Bogen, den haben wir vom Schmied bekommen. Fragt mich nicht. Wo ist denn die Angel? Ist die hier mit drin? Ja, ist sie. Wie geht ein Angeln überhaupt? Ne, geht das so nicht? Wie geht Angeln? Ich angel, es geht nicht. Ja, ich hab Hunger, ich weiß. Was haben wir denn hier? Beeren können wir essen. Das muss der Ziegenkäse dran glauben. Also Angeln geht wohl doch nicht einfach so mit Klicken oder irgendwie. Alles andere mit der linken Maustaste kann man ja dann irgendwie anschalten, dass man... Oh, muss man schon wieder gießen. Dass es dann auch nutzbar ist. Aber mit der Angel... Nö, wüsste nicht, wie es gehen soll. Einstellungen, Steuerung. So. Werkzeugverhältnis, linke Maus, das habe ich jetzt gerade gemacht. Funktioniert nicht. Vielleicht müssen wir das erst lernen. Oder es muss erst irgendeine Quest uns das freischalten. Das kann auch sein. Ja gut, dann habe ich halt weiterhin ein Nahrungsproblem. Dann müssen wir im Wald mal ein paar Beeren sammeln. Aber die Energie ist halt auch jetzt schon nicht mehr so die allerbeste. Pack mal die Angel weg. Das war eine Fehlinvestition, zumindest im Augenblick. Ah, hier, was ist das? Baumwollsaat, das ist nichts zu essen. Merit, fokussier dich mal auf was zu beißen. Da ist ein totes Reh. Na gut. Kann ich da was machen? Nee. Keines meiner Werkzeuge funktioniert dort. Ah, hier. Ja, das ist doch schon mal ein Anfang. Aber Vorsicht, Merit, hier könnten auch Gegner sein. Ich sag's doch gerade noch. Moment. Dem hau mal auf die Mappe. Merit, du musst dich auch umdrehen. Ich sehe ja nichts. Komm mal hier hoch.
Weg. Den kriegen wir. Ja, so. Essen. Essen ist fertig. Alweil Blatt, ach komm schon. Noch eine sagenhafte Feder. Naja, wir sind jetzt schon arg angeschlagen. Gesundheit ist auch schon... Also das meine ich ja mit... noch eine Feder. Also, wir sind arg angeschlagen. Energie ist auch schon fast alle. Das hat jetzt Kräfte gekostet. Hier ist noch was. Sehr gut. Kamille. Weißes Hemd und roter Apfel. Moment mal. Weißes Hemd. Das geht bitte zu. Das macht einen Rüstschutz. Genauso wie die einfache schwarze Kotte. Machen wir das so. Also die roten Beine mit diesen Bommeln auf den Schuhen. Na, nee. Nee, machen wir nicht. Machen wir das so. Sehr schön. Im Wald können wir Sachen finden. Ach ja, wir müssen ja auch nochmal eine Feuerstelle bauen für die eine Quest. Vielleicht können wir die Feuerstelle verrücken und dann zählt das vielleicht irgendwie. Wie könnte das gehen? Wenn ich das Ding dahin tue. Oder rückerstatten. Ah, da habe ich den. Okay. Jetzt habe ich einen Kochtopf im Inventar. Ah ja, schnell einen Kochtopf. Wir haben dadurch gemacht, dass ich den jetzt nochmal ins Inventar genommen habe. Sehr gut. Zwiebeln ernten können wir noch nicht machen. Koche eine Frühlingssuppe, kommt dann auch später. Wir können das Ding jetzt erstmal wieder hinstellen. Das ist das Ding. Okay. Nutzen. Bratapfel können wir herstellen, weil wir einen Apfel und Honig haben, oder? Ne, einfach nur einen Apfel. Mach mal. Honigapfel geht natürlich nicht mehr, weil wir keinen Apfel mehr haben. Eier kochen geht nicht. Brot, Brot können wir auch machen, weil wir Mehl haben. So, Eiercreme ist natürlich auch nicht möglich. Getreidebrei, das geht alles nicht hier. Frühlingssuppe brauchen wir Zwiebeln und Erbsen für. Wildfleisch haben wir gar nicht. Ein Wohlfühlelixier, das ist das, was uns die Lady gegeben hat. Das gibt Gesundheit 10, Sättigung 10, Energie 10 und 60 Goldstücke wert. Ein Honig, zwei Holunderbeeren und eine Kamille. Das ist eigentlich machbar. Wir sollten das mal ins Auge fassen, das zu kochen. Aber erstmal geht's jetzt ans Schlafen. Genau. Komm, hau dich hin, Merit. Und mitten in der Nacht ist er wieder wach. Wir sind ein bisschen regeneriert, gesundheitsmäßig. Hunger haben wir natürlich immer noch. Das ist der Bratapfel, den können wir nehmen. Ja, schön. Ich würde das Brot noch nehmen. Oder wie viel gibt denn das Brot? Nicht, dass ich das jetzt hier... Ja, 8. 8 ist nicht so schlimm. Also, das heißt, wir nehmen 8. Also mal erstmal da fast durch. Wir werden unsere Pflänzchen ein bisschen gießen und wieder in den Wald gehen. Also ihr seht, ich mache hier mir überhaupt keinen Zeitdruck. Ihr macht das hier alles in aller Ruhe. Naja, vielleicht sollte ich mal speichern zwischendurch. Ne? So. Also, wir haben doch einiges an Ruinen und Hinterlassenschaften im Wald, die am Anfang sehr nützlich sein können. Und Merit kommt mit einem einzelnen Räuber eigentlich auch klar. Da wäre jetzt ein Reh.
Wie schießt man denn mit dem Bogen? Okay, verstehe. Hey! Blattschuss! Mensch! Ja, wir haben Fleisch. Wenn noch ein bisschen wenig. Oh, da ist ein Bandit. Könnten auch zwei sein. Hallo? Das ist ein Bandit? Was war das? Okay. Mehrere sind halt Nahkämpfer. Er kann ja gar nichts. Meret ist ausgeschlafen. Und macht den Wald gleich ein Stück sicherer. Und deine Nahrungsvorräte, üppige solche, sind unsere. Ha! Naja, Ginsengwurzel. Hat es hier in seinem Lager noch was? Das ist ein Abtritt hier. Eieieiei. Ah, oh. Noch einer. Hallo? Also wenn man über denen steht, habe ich echt immer ein paar Probleme, die zu treffen. Ja! Da kommst du nicht weg. Ich habe auch nicht. Vorsicht. Er oder ich? Er. Ha. Hey. Lavendel. Mhm. So. Hier können wir nichts plündern. Na gut, das gehört eh nicht uns. Lesen, ein Brief. Meine Gefühle für Reginald haben mich schon lange gequält. Er sieht nur den Pfad vor sich, den Nervenkitzel des Raubzugs, das Klirren des Stahls. Aber in den ruhigen Momenten am Kamin, wenn die Schatten über sein Gesicht tanzen, sehe ich einen anderen Mann. Ich wage es, von einem Leben diesem anderen Mann zu träumen, weit weg von dem Chaos unserer Plündereien. Und doch fürchte ich, dass diese Träume so flüchtig wie der Morgennebel sind. Sollte ich ihn damit konfrontieren? Oder diese Gefühle tief unter den rauen Wegen, auf denen wir wandeln, begraben? Ich werde es ihm erzählen, wenn er vom Turm zurückkehrt. Reginald war ja dieser Oberbandit. Moment. Das ist hier irgendwie. Das ist J. Weg. Da. Verträge hier. Genau. Also, einer dieser Banditen empfand Gefühle für Reginald. Romantische solche. Oh, Meret ist kurz gerührt. Aber sagt sich auch, sie haben ihren Lebenswandel gewählt. Sie hätten mich hier... Oh, Silbererz. Sie hätten mich hier umgehauen. Wir nehmen mal eine 1 erstmal. Sind wir mal geizig. Honig. So. Ich hätte gern ein Wohlfühlelixier. Was brauchte ich dafür noch? Honig? Holunderbeeren haben gefehlt. Haben wir die gefunden zuletzt? Ich glaube nicht. Können wir eigentlich im Wald auch solche Steine im Wald auch weghauen? Geht das? Oder geht das nur auf unserem Gelände und in der Mine? Hm.
Holunder, so, sehr gut. Jetzt wird ein Wohlfühltrank gebraut. Den können wir gerade echt gut gebrauchen. Und haben die Umgebung unserer Farm ein bisschen, ein kleines bisschen sicherer gemacht. So, nutzen. Wohlfühl-Elixier. Wir können sogar nur eins bauen. Na gut. Überleben. Level 1. Oh, Fähigkeiten-Infos. Mensch. Verfügbare Karten ansehen. Was können wir denn hier machen? Kann ich hier irgendwas auswählen? Überleben. Die Hungersinkrate ist etwas weniger. Gesamtgesundheit ist etwas besser. Ich kann runter scrollen. Aber nur ganz wenig. 5% Chance auf extra Kräuter. Und weniger Ausdauersinkrate. Ach so, kann ich es hochziehen. Haha. Ja, habe ich gewusst. Ja, ich weiß nicht genau, wie das System funktioniert. Verfügbare Karten ansehen. Ich habe offenbar keine Karte verfügbar. Und das bleibt dann auch erstmal so. Wir gehen in die Tränke. Da ist da jetzt auch unser Wohlfühltrank, oder? Genau, hier. Jetzt kriegen wir 10 Hunger, 10 Ausdauer und 10 Gesundheit wieder, richtig? Ja! Schön, das gefällt mir. Was ist das hier eigentlich für ein komisches Ding da? Vielleicht sollten wir echt mal die Hütte so ein bisschen in den Griff kriegen. Es stinkt doch ein bisschen, wenn Merit da nachts in diesem komischen Bett liegt. Da können wir echt mal ein bisschen was machen, ne? Ja, ich denke mal, die Hütte in Stand zu setzen mit etwas mehr Holz und Stein hier an diesem Ding. Erstmal den Innenraum, weil der ist erstmal wichtiger für Merit. Das ist ein sehr gutes Vorhaben für den nächsten Teil. Bis dahin!